Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir die zweite Hälfte von Madoramas Palast, ja, eigentlich komplett abgeschossen. Ich glaube, das war alles ein Erfolg, ne? Holy shit. Der Palast kam mir recht kurz vor. Noch kürzer als der von Kamoshida und damals kam er mir auf jeden Fall länger vor, also... Ich frage mich, ob irgendwas rausgeschnitten wurde, was ich jetzt komplett vergessen habe, weil die interessanten Orte waren für alle drin, aber... halt nicht viel drumherum. Na gut, vielleicht will ich es mir nur ein, vielleicht ist er genauso lang wie damals. Weil irgendwie habe ich nur Sachen bemerkt, die hinzugefügt wurden, aber ist vielleicht auch leichter, die zu bemerken halt, ne? Na gut, wie auch immer, ich bin ganz froh, dass wir das alles geschafft haben in der minimalen Zeit und das auch ohne Probleme diesmal. Ich hatte nicht mal irgendwie SP-Probleme oder so, so gar nicht, konnte danach sogar noch leveln, ohne SP nochmal auffüllen zu müssen, so richtig. Also, keine Ahnung, war weniger schlimm als erwartet einfach, viel weniger. So, die schreiben jetzt wahrscheinlich noch, ja, wir müssen so die, genau, die Pranger-Karte, die Calling-Card morgen schicken. So, wenn ich zuerst mit Yusuke darüber rede, achso, ja, vielleicht sollten wir das tun. Das ist nicht unsere Entscheidung. Ach ja, reden wir mit Yusuke, ja, machen wir morgen. Wir treffen uns ja alle gemeinsam. Genau, machen wir dann. Ich würde sagen, jetzt sehen wir uns dann auch einfach wieder. Ich kaufe vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung oder bereite mich noch anderweitig darauf vor, aber sonst passiert wahrscheinlich nichts allzu Spannendes mehr bis dahin. We can now take him down, yes? Ja, das sollten wir. Madarame is going to be a changed man. There won't be any way to revert it, though. Are you sure you're okay with that? I have thought it over carefully. And I cannot think of a future in which he does not pay his dues. Gut so, gut so. He has preyed not only on the art world, but on countless talents. So, I humbly request your help. Genau. Einfach nur genau. Bleib mal locker. I apologize for making you do this. Not at all. We just didn't want to impose if you weren't feeling up to it, Yusuke. But if you're already determined to do it, then there's nothing more for us to say. If I recall, our next step is sending a calling card, correct? What a suave maneuver. It's not about acting cool. The calling card is a way to trigger a change in his cognition. A change in cognition? That reminds me, you went through some trouble regarding that before. Ah, you must be talking about when we forced open that security gate in the courtyard. The palace is a cognitive world, so changing its ruler's cognition changes the topography. Ihr müsst es mir wirklich erklären. Ich weiß, ich war dabei, als ihr es schon mal erklärt habt. Okay? I think. Ja, ja, so in etwa. Very nicely put, Lady An. You're absolutely correct. Schön. Actually, may I ask a truly basic question? You continue to mention cognition quite readily. But why does this world formed from materialized cognitions even exist to begin with? Das hingegen ist eine gute Frage. Don't tell me. Has it always existed while we go about our daily lives, completely oblivious? Naja, davon würde ich jetzt mal ausgehen irgendwie. Honestly, I'm not sure. Du bist ja gar nicht sicher. At the very least, I know it existed before the Kamoshida incident, but that's all. I see. Ah, okay. Crap, you totally caught me off guard with that. Ganz ehrlich gesagt, habe ich selbst keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendein Twist dazu kam, also... Ich erinnere mich an das Ende so recht wenig noch, also ich erinnere mich noch an die großen Sachen, die da so passiert sind, aber an die Auflösung und so dahinter, falls da noch was gab? Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. It's kind of weird thinking there might be whole worlds we just don't know a damn thing about. Did the thought ever cross your mind? Ja, ich meine, klar, irgendwie. Don't be so anxious. You don't even know everything about the city you live in, after all. Ich auch nicht. Und in meiner Stadt gibt's gar nicht so viel eigentlich. Oh nein. All that's important is that we know how to make use of that world and how to traverse it. So, also, Fragekarte schicken doch bitte. Then it's decided. Let's prepare the calling card at once. Und wer macht es diesmal? Ich glaube nicht mehr Ryuji. Ich glaube, wir haben da jemanden, der das vielleicht ein bisschen besser erledigen könnte. Will you take it seriously? He is famous after all. He has often received slanderous letters till now as well. He'll know best whether the crime written on it is for real or not. Wait, are you going to write it again, Ryuji? That last one was questionable at best. Ach, so schlimm war die doch gar nicht. Die war süß. Was habt ihr denn alle? You should do it then, Yusuke. Oh, make it really artistic and stuff. Nicht zu sehr, bitte. No, it'll end with him figuring it out. Oh, was? He knows my drawing and writing styles all too well. Ich dachte, er macht das. Oh, then I'll think it up and you make it cooler. Oh, okay. Designing a calling card. Interesting. It shall become proof that the Phantom Thieves do exist. It's decided then. Great. All that's left is to make the treasure ours. You guys better come fully prepared.
Schön, sehr schön. Also eine kleine Kollaboration zwischen den beiden. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, Ich wusste nur, dass Yusuke das jetzt übernimmt. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Ja, ich habe versucht, das Chat-Symbol zu ändern. Bei mir ist es noch gleich, bei mir auch. Welches Symbol überhaupt? Vielleicht ist es nur für die Gruppe und hier nicht zu sehen. Naja, siehst du später mal an. Das ist das Phantom-Diebe-Logo, das Yusuke entworfen hat. Und die Pankarte ist dank ihm auch richtig cool geworden. Jedenfalls ist das der erste Job der Phantom-Diebe. Wir dürfen das nicht verbocken, okay? Ich unterschätze gar nichts, wirklich. Und Yusuke muss sich heute viel ausruhen, alles klar? Ja, warum verwendet ihr gar nicht den Namen? Ich verstehe es nicht, aber das war im Englischen so. Dass da statt der Phantom-Diebe dann immer, ja, jetzt in dem Fall halt Phantomaten stehen würde. Oder nicht? Ich komme mir sehr verarscht vor. Ich habe Angst, dass einfach eine deutsche Übersetzung nicht eingebaut wurde, aus irgendeinem Grund, weil die... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist doch alles wahnsinnig. Pardon me, sir. There's a matter we need to notify you about. Please excuse me for a moment. Da ist wohl Post angekommen, hä? Huh? We found this outside. A letter? It's, Sir Ichiryusai Madarame, a great sinner of vanity whose talent has been exhausted. You are an artist who uses his authority to shamelessly steal the ideas of his pupils. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. We will take your distorted desires without fail. Ich finde schon, wie er die Karte gar nicht mehr in der Hand hält, aber das einfach wahrscheinlich auswendig vorträgt. From the Phantom Thieves. Da steht es endlich! Da steht es endlich! Von Phantomaten! Ja, schön, danke! Whose doing is this? We don't know! The same letter has been posted everywhere! What about the security cameras? There were no signs of the culprit. All we saw was a cat in the recordings. Die Katze. Oh, das ist sehr, sehr schön. Gut, mach Morgana. Of course. What now? It's about this affecting the exhibit. We believe it's just a prank, but what of the mass media? Are you insinuating that this slander is true? Of course not. Es geht doch nur um die Medien, Mensch, Madarame. It's those damn brats doing, isn't it? Wie viele einfach damn brats sagen, ist mir früher nie aufgefallen. Well, means nothing. They'll only be able to do as they please until this exhibit is over. Okay, okay, okay. Was auch immer du sagst, Diesmal sind mir die 100% auch wirklich egal, weil ich muss nicht mehr leveln, ich muss keine Truhen mehr öffnen, das habe ich schon alles erledigt, von daher. Als Ordnung, wie wir auch einfach alle hier sind. Leute, das ist wirklich, wirklich auffällig, dass wir alle hier sind. Yup, it was perfect. The composition was way cooler too. The treasure should appear right about now. You better enjoy the air of freedom while you still can, old man. Anyways, did you guys check online? People are already talking about that calling card. Wie? Hä? We'll show him. We're gonna surprise them all. I'm sure you know, but we only get one shot to pull this off. Ja, dann ich zähle auf euch Leute, ne? Und ihr auf mich. We'll be counting on you. Dachte ich mir. You have no reservations about this either, right, Yusuke? Of course not. We'll do this. Das ist die Frage, behalte ich die Partyaufstellung so bei? Ich könnte schon Morgana noch als Heiler gebrauchen, ne? Aber auf der anderen Seite ist jetzt Morgana am schnellsten gelevelt von allen. Also, lasse ich Morgana wohl hier. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir werden da schon irgendwie durchkommen. Ich weiß noch nicht wie, aber... Na, wird schon, wird schon. Die Atmosphäre hier wirkt irgendwie anders. In der Karte haben wir ihm quasi den Krieg erklärt. Aber kein Grund zur Sorge. Der Weg ist gesichert und wir sind bereit. Wir holen uns den Schatz so richtig stilvoll. Ja, nur diesmal wird es gar nicht mal so direkt klappen wie beim letzten Mal, denn wir müssen ja noch ein bisschen... Ja, rumexperimentieren mit den verschiedenen Knöpfen und Hebeln und so. Muss alles richtig abgetimt sein hier. Nicht ganz so wie beim letzten Mal. Also was ist jetzt genau unser Ziel? Wollen wir jetzt erstmal da drüben hin? War das da drüben? Ach Mensch, ich weiß es nicht. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass der Safe Room da nochmal irgendwie auf dem Halfway Point so war. Während man da nochmal weiterlaufen muss. Aber okay, sind jetzt auch keine Gegner mehr, dann ist es egal eigentlich. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann ist halt einfach da. Trotzdem ein bisschen komisch. Vor allem, weil es halt extra schon ein weiterer Safe Room ist. Auf dem kleinen Gebiet hier. Komisch. Endlich ist es soweit. Es gibt kein Zurück mehr, sobald wir die Operation beginnen.
Im schlimmsten Fall müssen wir auch kämpfen. Das auf jeden Fall, ja. Mach dir da mal keine Gedanken. Das ist richtig. Joker, bist du bereit? Allzeit bereit. Yes. Super, dann auf ihre Pfosten. Pfosten? Nein, Posten. Tatsächlich. There's an enemy inside, just as expected. I mean, we've done a ton in here. It ain't surprising. Anyway, I'm gonna try and draw it out, so I'll leave the switch to you guys. Will you be okay? What if it catches up to you? Don't underestimate an ex-runner. I'm definitely gonna shake it off. Hast du nicht Probleme mit deinem Bein oder so? Ist das nicht der Grund, warum du nicht mehr rennst? Na gut, egal. Hey, there's some weird people over here. Hey, I need some help. What's the matter? Wow. Sehr schön gemacht. Make it, Skull. Ja, klar schafft er das. Er muss ihn ja auch gar nicht so lange ablenken. Is this good? No. Yeah, it's perfect. Das sieht so bescheuert aus. You seem to be enjoying this. Only the best can appreciate these critical moments. Plus, this feels like we're really phantom thieves. We'll be counting on you, Mona. And Panther as well. There's Fox's signal. That means they're ready to go. Good luck, everyone. Joker, now! So, Strom aus. Und Kran runter. Katze dran an den Schatz. Sorry for the wait. My bad. It took me ages to get that guy off my trail. Wait, where's Mona? Hoffentlich beim Schatz, ne? Wo noch sonst? Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist da los? Kommen wir mal vorbei, schnell. Sollt ihr nicht einfach das Kabel wieder hochziehen? Wer hat das jetzt gemacht? Hä, wie? Ist es niemand beim Schalter? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Das war doch ein ausgezeichneter Plan, was? Das war die Wurfmona. Es ist ein Tuch, ein glitzerndes Tuch. Okay, netter Schatz. Das Kunstwerk ist weg. Achso, ist ein Bild da drin. Ja gut, meinetwegen, meinetwegen. Ach, dieses Gesindel. Aber jetzt treiben wir sie zusammen wie die Ratten. Verriegelt sofort alle Türen. Jetzt entkommen sie uns nicht mehr. Und, was ist denn der Schatz? Warum noch wettig ist es ein Bild? Das können wir uns später ansehen. Wir müssen erstmal hier raus. Ja, und dafür brauchen wir jetzt diesen alternativen Weg, den ich schon beim letzten Mal abgelaufen bin. Deswegen ist hier nämlich ganz zufällig ein Fenster einfach angebracht. Indeed. Ein Fenster ins Nichts. So, schnell durch da, Leute. Wir rennen auf dem Dach rum. Das ist schick. Das ist sehr, sehr schick hier. Wow, this shit's real high up. Yep. But at least we're outside. Is there a way down out here? Wie Mona es einfach sich umgebunden hat, das Bild jetzt. Oh, okay. Ist schon ein bisschen cute. Schon ein bisschen cute. Wenn jetzt Mona ein Bild an sich hat und somit quasi fast in dem Bild drin ist, ist es dann nicht quasi fast die Mona Lisa? Ich hör auf. Ich hör auf. Ich bin fertig. Ich weiß nicht. Ich hätte den Witz wesentlich besser aufbauen können. Ich weiß nicht, was ich hätte machen können, aber da hätte man viel draus machen können. Ich habe nicht so viel draus gemacht. Holy shit. Oh, ein rotes Portal sogar. Eine ganz neue Farbe. We don't have time to lose. Just go through it. Now. For real? But I guess there's no other way. Sieht ein bisschen gefährlich aus, wirklich. Sieht vor allem ein bisschen blutig aus. Okay, das ist gut auf einmal. Gut, sieht nicht mehr so gefährlich aus. Alles gut. Is this the courtyard? I knew it. All that security would have been meaningless if it just led back inside. It seems we managed to escape their siege. Meow. Dude, why is Mona getting excited now of all times? I just can't take it anymore. Let's take a look at this treasure. Komm schon, Mona. Wir müssen weiter abhauen. Treasure. Ja, ja, ich weiß. Huh? Ich hab's gesehen. This is the treasure? Ein Fake. Eine Falle! Holy shit! Da konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Is this what you're looking for? Wow. Wow. Alles vorhergesehen von denen. How dare you try to trap me like some kind of mouse? Warum habt ihr das Bild jetzt mitgebracht? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. So you had a fake prepped, huh? Counterfeits are accepted in the world of Japanese arts. What made you change like this? Is it because you became famous? Can't you understand how much it pains me to inquire about the crimes of my foster father? Now that I think back, the only reason why I took you in was due to my ties with your mother. That woman never lost her passion for painting, even after her husband died. Her skills and talents were quite astonishing.
That's why I decided to look after her. Your mother and the artwork she created, they're all my works of art! How low can you sink? I suppose I can grant you a gift before you die. A glimpse of the genuine Sayuri. Genuine? Das echte, echte. Dabei ist es doch nur in deinem Kopf. The real Sayuri? Ja, die Wolken da unten gehören da eigentlich nicht hin, ha? Huh? This can't be. Mom! Ja. Huh? Indeed it is. This was painted by your mother. It's a portrait of herself. Nicht mal das hat Madarame selbst gemacht. Nicht mal das. Seine gesamte Berühmtheit ist eine reine Lüge. A woman who knew her death was coming painted her last wishes for the son she would leave behind. That is the truth behind the mystery of Sayuri's expression. You stole something that personal? I knew at first glance. I knew it'd be a huge success if I added a touch to the painting and announced it under my name. Aber was hast du mit hinzugefügt? Du hast eine Wolke hinzugefügt, die Yusuke verdeckt. Wow. In the picture. Ja, richtig. Why did you paint over it? It was all to stage it. Wie? Was? Hä? If the babe is erased, the reason for the woman's expression will become a mystery. Ein Mysterium. That is what the general public is drawn to. Each of those parasitic critics wrote the same thing. I always felt something was off about all this. Now I know what it is. If you really treasured that painting, you wouldn't even think about replicating it for profit. You don't love art at all! Though you have a real treasure, your true skills are nothing more than those scribbles on that fake! It makes me laugh, asshole! So you'll defy me no matter what? Well then, since you're my work of art, Yusuke, I'm going to reap you for the sake of my future. Along with those insolent friends of yours there. I can't believe you're treating both mother and son like they're objects. You're inhuman! Fox? I've heard that you destroy your art once they outlive their usefulness. Did that include my mother as well? Ooh. She just so happened to have a seizure in front of me. That's when a thought crossed my mind. Wow. Wow. If I don't call for help and leave her be, I could obtain her painting without any strings attached. No. Holy shit. Did you let her die? Sogar das noch, sogar das noch. She was physically weak. No one would doubt if she just dropped dead because of a seizure. Above all, Yusuke, didn't you think it was odd that I discovered your talent when you were only 3? The reason why I kept you around was to keep you from realizing the truth behind Sayuri. Hä? Inwiefern? Indem er möglichst nah an dem Gemälde dranbleibt zu jeder Zeit? Dadurch würde er niemals von der Wahrheit erfahren? Ich verstehe es nicht. Nee, das ist gut. You killed her. Wenn er nicht bei dir gelebt hätte. Und, ja, er hat ja von Sayuri nur gewusst, dadurch, dass es mit dir in Verbindung steht und dadurch, dass er bei dir gelebt hat. Dadurch war ihm das Bild ja auch so wichtig. Dadurch, dass du das gezeichnet hast und er bei dir gelebt hat und er zu dir heraufgeblickt hat. Hätte er nicht bei dir gelebt, hätte er nie über dir Sayuri nachgedacht, wahrscheinlich so richtig. Dann hätte er erst recht nie die Wahrheit darüber erfahren, was? Okay, gut, ich frage es nicht weiter. Soll mir recht sein. If I'm to steal ideas, it's much easier robbing the future of brats who won't talk back than adults. It's thanks to you that I came up with the idea. You have my gratitude. Yusuke? I thank you, Madarame. Every reason for me to forgive you has disappeared without a trace at this very moment. You aren't some rotten artist. You're a despicable fiend! Who wears the skin of an artist? All you good-for-nothings barging into my museum and doing whatever the hell you want. Those who have the connection
actions make the rules. Those who don't, follow them. Not to mention, the value of art is all subjective. I make the rules of the art scene. I am the supreme being. I am the god of the art world. This isn't good. Get back. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Dafür ist es jetzt etwas zu spät. What the fuck? Ach ja, das war der Boss. Er selbst wird zum Kunstwerk. Oder was auch immer das genau sein soll. Ich wusste voll viel von der Backstory nicht mehr. Also was genau jetzt seine Verbindung mit der Mutter von Yusuke war und so. Holy shit. Das gibt ihm noch mal eine ganz neue Ebene und sorgt dafür, dass ich noch mal ein ganz bisschen mehr hasse. Vielleicht. Wow. Welche Kunst hat er jetzt erschaffen? Ich weiß gar nicht. Hat er jetzt überhaupt noch irgendein Bild jemals gemalt in seinem Leben? Ich bin gar nicht mehr so sicher. Wirklich nicht. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie der Boss funktioniert. Ich höre erstmal eine AOE drauf, dann ich hab die ja jetzt zum Glück. Ach ja, genau. Okay, die oberen beiden, also die Augen sind... Die heilen sich, wenn man magische Angriff auf die nutzt. Aber die anderen, wenn man durch physische Angriffe wahrscheinlich auf sie nutzt, würde ich jetzt einfach mal raten. Ich will das nicht unbedingt ausprobieren. Sollte ich mich erstmal auf die unteren beiden dann konzentrieren oder auf irgendwas davon konzentrieren allgemein? Der verstärkte Angriff, dann konzentriere ich mich mal da drauf zum Beispiel, wäre jetzt so eine Idee. Ach ja, Amoklauf habe ich ja. Leichter körperlicher Schaden, 1 bis 3 Mal bei allen Gegnern, ist übrigens der Skill, den er bekommen hat. Um das mal geklärt zu haben. Gehe ich jetzt auf das Auge zuerst? Ich meine auf die unteren. So, mein Gott, warum auf das Auge? Ja, okay, die haben halt noch nicht so viel aus jeweils, also eigentlich vielleicht gar nicht so doof. Ich kann den Angriff wieder senken, wenn ich will. Und das will ich gerade mal. Nicht, dass weiß ich was anrichtest hier. Weil es bisher gar nicht so schlimm wirkt, was du an Schaden hier machst. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie die Mechanik dahinter ist. Ja, was passiert, wenn ich Gegner loswerde? Also die kommen ja irgendwann wieder, gehe ich von aus. Ach ja, und ich habe mir den ja auch gemacht. Mein größten Feind eigentlich. Ja, wie viel Magie hat der? 14? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel gerade gut ist. 15 ist das höchste, was ich habe. Naja. Du hast also den höchsten Magieschaden, dann nutze ich das doch einfach mal aus. Ich kann auch eigentlich mal Mapsi nutzen, weil... Mapsi, ja, das klingt sich nicht so blöd an, aber ist okay. Mapsi. Weil die oberen haben ja eh noch keine Leben verloren, oder? Warum haben die Leben verloren? Hä? Ich bin gerade sicher, was gerade passiert ist. Warum haben die oberen nicht volle Leben? Ich habe die noch gar nicht angegriffen. Mit physischen Angriffen. Warum hast du volle Leben? Ich bin gerade sehr, sehr verwirrt darüber, wer was absorbiert. Ich kann es einfach mal nachgucken eigentlich, ne? Entzieht Wind. Ach, die sind... Nee, das ist gar nicht so einfach. Die haben alle komplett verschiedene Schwächen, ha? Aha, okay, da kann ich das alles nutzen. Du absorbierst aber psychischen Schaden. Okay. Meinetwegen, hatte ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Na gut, Mund erstmal weg da. So. Mal sehen, wann das dann alles wiederkommt und so. Ich würde sagen... Erstmal jetzt AOE drauf. Mal gucken. Okay, die oberen absorbieren Feuer, die Nase nicht. Okay, du heilst den Mund sofort. Okay. Aber nur mit wenigen Leben. Okay, nur mit wenigen Leben. Also solltet ihr alle gleichzeitig halt ungefähr umbringen, ha? Ja, haben sie wohl. Ja, okay, habe ich verstanden. Ich muss alle fast umbringen und dann alle in einer Runde am besten loswerden direkt. Eis. Gut, das macht den Schaden. Das ist sehr schön. Mapsi kann ich gerne machen. Ja, ich... Mapsi hat sich so blöd und ist so leid. Aber ist halt so. So, Mund ist wieder weg. Kann gleich gerne wiederbelebt werden, dann verschwindet zumindest der Zug dafür. Künstlerische Anmut, okay? Es ist alles schwarz. Anfällig gegen alle Affinitäten. Oh, cool. Ja, er ist jetzt voller Tinte. Ich weiß, da stand gerade, was es gemacht hat, wirklich. Verteidigung verringert. Aha, cool. Ich sollte gleich mal heilen. Ich sollte gleich mal heilen, auf jeden Fall. Ist da gegen anfällig? Wissen wir nicht. Geht auf jeden Fall gut. Feuer, waren die oberen beiden, haben das absorbiert. Naja, dann mach ich das auf den mittleren erstmal. Ich wollte heilen, ne? Fuck. Malstrom. Uiuiui. Das war's mit Fox. So ziemlich jedenfalls. Okay, er ist wieder dran. Alles noch im Rahmen hier. Ich kann nicht mehr die starken physischen Angriffe nutzen, weil der Vater schon zu wenig Leben, aber alles sonst, ansonsten alles im Rahmen. Im Bilderrahmen quasi, weil... Okay. Sorry, was soll ich sagen, ne? Sehen wir nochmal Mapsi. Das halte ich in der Mitte, aber ist okay. So, der wird wiederbelebt. Das soll mir gerade mal recht sein.
Eigentlich egal. Rakunda, okay. Vertragungsmodus verlängert. Aha, nett. Boah, das ist echt ein bisschen anstrengend hier, ne? Das ist ein bisschen anstrengend einfach gerade. Hauptsächlich ist es das für mich. Anstrengend. So, jetzt bist du endgültig fast tot. Diorama auf Yusuke, bitte. Noch darfst du mir nicht wegsterben. So, Zug ausgewichen. Obwohl du mit Tinte nur so überfüllt bist. Schwach. Was ist denn das für ein Angriff, dass du gegen schwach bist? Bist du gegen physische Angriffe schwach? Wirklich? Ha. Seltsam, seltsam, seltsam. Hat ihr gegen Eis? Nö, wissen wir noch nicht. Okay, das füllt die Leben auf. Gut, das wissen wir jetzt zumindest. Muss man ja alles mal langsam herausarbeiten. Wie sieht's mit... Hab ich noch was anderes überhaupt? Dunkelheit könnte ich noch machen. Das ist das Einzige, was ich gerade noch machen kann, ohne AOEs zu nutzen. AOEs will ich halt nicht nutzen unbedingt. Auch wenn das natürlich noch ein bisschen länger dauert. So, das kann ich noch machen. Flammentanz. Okay, cool. Ja, dich muss auch gleich heilen, auf jeden Fall. Dein Angriff wird wieder gestärkt. Super. Wisst ihr auch noch nicht, ob die dagegen anfällig sind. Das halt ihr auch noch, verdammt nochmal. So, heil dich bitte selbst. Yusuke ist auch schon wieder fast tot, ne? Und der Mund hat jetzt auch noch gestärkten Angriff wieder. Ja, oder auf Yusuke. Yusuke ist tot. Damit offiziell. Gut, ich habe aber genug Items zu wiederbeleben gekauft und alles mögliche. Ja, wo ist jetzt die Frage, ne? Was davon ist denn das? Lebensstein? 30% ist halt wenig. Hat irgendwo 50%. Egal, nehmen wir. Nehmen wir einfach. Sieht das, was ich gekauft habe. Was? Ach nee, das ist nur... Tut mir leid. Das ist nur 30% eines Mitglieds. Wiederherstellen. Verstehungsperle, 50% der DP, so. So, auch nicht das, was ich meinte, aber ich weiß jetzt nicht, wo das war. Ich wollte jetzt hier rumsuchen. Oh, jetzt kein Unterschied gerade. Ah, jetzt hast du die künstlerische Anmut an dir haften. Ich weiß. Was ist der Plan? Ich weiß nicht, haben wir einen Plan? Worüber redest du? Oh, oh, da gab's noch was. Nutzen wir das. Ja, drehen wir den Spieß um, genau. Richtig, das können wir jetzt auf die Bilder werfen, oder was? Aha, Verteidigung verringert, gut. Kann ich jetzt irgendwie die einmal nutzen denn? Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt für mich nutzen soll. Aber vielleicht finde ich das dann gleich noch heraus. So, auf die Nase, auf den Mund, komm. So, jetzt sind sie beide sehr, 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 sehr fast tot. Sehr, 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 sehr fast tot. Die sind absolut so gut wie alles, außer psychischen Schaden, habe ich das Gefühl, und halt Dunkelheit, die ganzen da hinten die Elemente. Das kann nur Joker machen, oder nicht? Ach, vielleicht gegen physische Angriff. Ja, physische Angriff wäre noch so eine Idee. Dann mache ich damit gleich weiter. Das habe ich jetzt irgendwie ganz ignoriert gerade. Ja, nee. Oder doch. Doch, komm. Heil mich, Yusuke. Soll mal recht sein. Lass mich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Oh, komm. Ach, das ist das mit den Affinitäten. Tut mir leid, ich habe das komplett falsch verstanden. Ich dachte, sie ist anfälliger gegen... Schade, Veränderung, aber nein, das ist das. Ach, for fuck's sake. Brutaler Angriff. Ach, das ist halt AOE, ist halt blöd. Da drauf. Ja, gut, das geht dann nämlich eigentlich recht schnell. Ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher versucht habe. Ja, übermalen wir ihn bitte. Machen wir. Mach du das. Mal sehen, ob sich das lohnt diesmal, ob es diesmal auch klappt. Nicht so wie bei Kamoshida, wo wir es dann einfach bis zum Ende gar nicht gemacht haben. Also die Krone von ihm zu klauen. Ich weiß nicht, wen das umbringt, wie das halt. Wir testen es jetzt einfach. Das halt die oberen beiden. Okay, und die beiden sind weg. Jetzt kann ich brutal Angriff machen und beide sind weg. Oder? Okay, der eine lebt noch ganz knapp, aber das können wir jetzt auch noch schaffen, oder? Weil du jetzt eh das da drauf kippst. Wow, also. Bisschen spät. Bisschen spät ist nur auf das Auge drauf, oder was? Wow, das war wirklich großartig. Alles perfekt abgetimt hier. Das hat sich so sehr gelohnt. Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. So, was kommt jetzt? Ach, jetzt kommt er raus und können wir ihn verprügeln, oder wie? Genau, dem müssen wir, glaube ich, genug Schaden machen. Und das schafft wahrscheinlich nicht in einer Runde. Und dann, ja, wir müssen das noch öfters machen. Oder machen wir nur einen Hold-Up. Damn it. I'm the great Madarame. The Madarame, who gathers a full crowd every time he opens an exhibit. I'm not someone that worthless brats like you are allowed to defy! Enough of your egotistic ranting! Taste the wrath of all those you preyed upon! So, mal sehen, wie viel Schaden das so macht. Da kann ich ihn direkt einschätzen, wie wir vom Bosskampf wieder so geschafft haben? Gar nichts. Wir haben gar nichts geschafft. Okay, fuck.
If you brats can't fathom that, then you'll witness it for yourselves. Behold, my mastercraft! Echter Fake. Was ist denn echter Fake? Gut, aber das ist ein echter Fake herauf. Warte, was? Gab es damals auch schon? He made copies of himself? Okay, kann sein, dass ich mich einfach nicht mehr an den Bosskampf erinnere, aber daran erinnere ich mich gerade wirklich nicht. I see. Creating duplicates is his specialty. Okay, cool. Okay, cool. Die sind wahrscheinlich alle gegen verschiedene Elemente anfällig und machen verschiedene elementare Angriffe. Das lese ich jetzt mal da raus. Ich mache jetzt einfach das da drauf. Dann gucken wir mal. Okay, nee, die sind nehmen alle doch einfach nur Schaden. Das ist ja okay. Dann mache ich das auch einfach hier drauf. Gucken wir, was das so macht. Ah, trifft die meisten gar nicht. Oder da sind auch noch einige resistent gegen tatsächlich. Gegen Feuer wird auf jeden Fall der, ja, der Feuerangriff gemacht, anfällig sein. Rate ich jetzt einfach mal. Ja, wird sogar reflektiert. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Aber hey, immerhin heilt es niemanden. Also kann man schon AOEs theoretisch draufhauen. Man muss halt nur den Schaden akzeptieren, den man kriegt. Oh, okay. Der wurde trotzdem sogar umgehauen. Also bist du wahrscheinlich gegen Eis anfällig. Dann mach du mal, Yusuke, hä? Hau einfach mal drauf. Hast du eh keine AOE mit Eis. So. Wogegen sind die anderen anfällig? Kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen. Freude. Oh, das ist der normale Madorame, natürlich. Wind. Der nimmt doch auch kaum Schaden. Ich glaube, der muss halt hauptsächlich sterben erstmal. Keine Ahnung. Ich kann doch jetzt den Schaden einfach den brutalen Angriff mal draufhauen. Machen wir. So, auch wenn sie resistent gegen sind, soll mir recht sein. Gibt Schlimmeres. Dann bin ich jetzt auch noch los. Dann war's das. Er wird einfach wieder. Stört die einfach wieder neu? What? Oh, jetzt aber mit anderen Elementen, aber trotzdem. Okay, ich muss also wirklich trotzdem nur ihn besiegen, eigentlich. In erster Linie. Oh, super. Oh, super. Dann hat es ja wirklich wenig gebracht bisher, was ich gemacht habe. Also wirklich, wirklich wenig. Gut, wir gucken mal, dass wir die Verteidigung von ihm senken. Hilfe, Hilfe. Da ist es. Ja, genau. Jack Frost, du kannst das. Auf den normalen. Ich weiß nicht, wie lange er bleibt. Ich glaube nicht, dass er für immer bleibt. Ich glaube, dass er wieder abhaut und dann holt er wieder die Bilder zurück und dann muss ich das normal machen. Oder habe ich eigentlich keinen Bock drauf? Eigentlich wirklich nicht. Ich glaube, ich steigere meinen Angriff, weil ich mache allen Schaden damit. Psychischen Schaden. Relativ durchschnittlich, ohne dass er dagegen Resistenz oder sonst was. So, und du hältst dich selbst. Ich will jetzt auch eigentlich immer verlieren gerade. So. Brutaler Angriff. Ich weiß nicht, ob ich es gerade am Verrecken, aber das muss jetzt halt sein. Ja, ja, beruhig dich, du. Beruhig dich. Fuck. Es sind alle dran, ne? Es sind alle dran, wirklich. Oh Gott. Okay, das ist nicht gut. Ich sollte das irgendwie verhindern vorher. Muss ich ja doch alle einfach mit den elementaren Schwächen jeweils treffen. Und am besten halt den normalen Madorame mit einem kritischen Treffer. Dann habe ich nämlich wieder die Chance für eine All-Out-Attack direkt. Aber das ist halt irgendwie eine Wunschvorstellung. Ja, damn, Brad, ich weiß, ich weiß. Ich kann das auch nicht mehr ernst nehmen. Ich kann viele Sachen nicht ernst nehmen. For real, wenn das irgendjemand sagt, kann ich nicht ernst nehmen. Selber halt jetzt mit, ja, damn, Brad. Geht einfach. Geht einfach gar nicht. Ja, das ist blöd. Ich weiß gar nicht, wogegen die, ja, Windtypen anfällig sind. Der Spaß hier. Kummer, Spaß und Wut. Sehr, sehr schön, was du dabei gedacht hast. Wie kunstvoll doch. Irgendwas Cooles machen, ich weiß halt nicht was. Hat er noch den Verteidigungsdebuff überhaupt? Ja, den hat er noch, okay. Ja, dann mach ich aber weiter erstmal. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, Sinnvolles. Vielleicht bin ich einfach nicht sonderlich kreativ. Ich gebe es zu, vielleicht bin ich das einfach nicht. Okay, ich glaube, er haut ab. Oder? Oder auch nicht, okay, 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 meinetwegen. Dann halt nicht. Ja, will ich überhaupt loswerden? Weiß ich nicht, ne? Das ist alles blöd. Ich will doch nur dem einen da Schaden machen. Oh, wobei, ich kann das vielleicht nutzen, um eine Kette zu bilden, um dann den maximalen Schaden mit einem Angriff rauszuhauen. War gerade ein bisschen schnell formuliert, weil ich selbst noch nicht so eine Ahnung habe, was ich gerade vorhabe. Aber was ich meine ist, ich mache jetzt das. Jetzt kann ich das weitergeben an... Vielleicht sind die Blitz anfällig. Ist jetzt nur so eine Hoffnung. Und wenn ich recht habe, weil das ist so das Experiment, was mir gerade auch so einfällt. Was so ein Gegenteil sein könnte. Ja, okay, war richtig. Jetzt kann ich jetzt auch noch auf den anderen draufhauen, wenn ich lustig bin. Brauche ich jetzt aber auch nicht machen.
Weil kann ich das jetzt nicht weitergeben an Joker? Und der kann jetzt optimalen Schaden machen mit irgendwas. Ich weiß noch nicht mit was. Ich suche jetzt was aus, schön viel Schaden machen könnte, potenziell. Der Rocklauer leichter, mittel bei einem Schaden. Wie viel Stärke hast du? 14, ne? Ist auch ganz gut eigentlich. Ich glaube, habe ich nicht so viel, was mehr hat. Nö. Also, nehmen wir. Das sollte der maximale Schaden sein, den ich gerade machen kann. Und auch natürlich umsonst. Genau. Also drauf da. 355, das ist nämlich doch schön. Ja, ich glaube, so ist das gedacht, dass man das so nutzt für einen Bosskampf. Das kann man hier eigentlich echt mal ganz gut machen. Auch noch mit dem schweren Schaden drauf. Ja, das war's gleich mit ihm. Was auch immer du sagst. Solange du Spaß dran hast, ne? Du kleiner Spaß. Wortwörtlich. Warum bist du direkt wieder dran, nachdem du aufgestanden bist? Das ist doch unfair. Naja, beschwör nur noch deine Fakes. Ich glaube, ich greife jetzt einfach gar nicht mehr an. Warte mal, was ist denn los mit denen? Ich weiß es nicht. Oh! So this is the true limit of your skill. How infantile to think you'd fail to produce even one of your counterfeits. Please, don't disappoint me any further. Wow, wow, ich dachte jetzt, die haben irgendwas krasses drauf, aber nö. Die sind einfach imperfekt. Imperfekt? Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, dann gingen sie die meisten schwach. Sollen mir reichen. Möglichst viele losgeworden. Hier noch ein bisschen Schaden draufgehauen. Übergebe ich gerne an. Ja, und ich. Mach du noch den Abschluss vielleicht. Denk mal, der Bosskampf wird zu Ende sein, wenn ich ihn besiegt habe. Bam. Das war's nämlich mit dir jetzt. Schön. Ich glaube, die zweite Phase wird verändert. Ich glaube, es war früher so, dass man ihm nur ein bisschen Schaden machen konnte und ist er abgehauen. Dann kamen die Bilder wieder und dann muss man das nochmal wiederholen. Ich glaube, die zweite Phase ist noch. Da kann ich mich nämlich gar nicht dran erinnern gerade. War eine nette Abwechslung. War nett. War sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall, wenn es jetzt eine Änderung war. Und Level-Ups für uns alle. Natürlich, das haben wir uns wohl verdient. Aber nee, Leveln hätte ich nicht müssen. Das war ein sehr, sehr machbarer Kampf. Auf normal jedenfalls. Auf schwer hätte ich wohl grinden müssen. Deswegen spiele ich auf normal weiter, weil es läuft hauptsächlich darauf hinaus, dass ich noch ein bisschen leveln hätte müssen und mehr Skills freischalten müssen und so weiter und so fort. Nun gut, nun gut. Gucken wir uns erstmal an, was jetzt passiert. No one cares for true art. All they want are easily recognizable brands. I'm a victim in this too. Wouldn't you agree? Excuses now? The art world revolves around money after all. You can't rise up without any money. Yusuke, you understand, don't you? Being a poor artist is truly miserable. I just didn't want to return to that life. A fiend like you has no right to speak about the world of art. You're done for. Along with this whole wretched world. No, please! Just don't kill me! Return to yourself in reality and confess your crimes. All of them. You're not going to kill me? Swear it! All right! All right! What about the other one, though? The one with the black mask. Der mit der schwarzen Maske? Meinst du Ryuji? Das ist am ehesten die schwarze Maske, oder vielleicht Mona, ja, aber... Hm? Wer? A black mask? Wait, who's he talking about? It can't be. There was another intruder besides us within this palace? Was? Das ist ja verrückt. There's no time. Hurry. Wer soll das denn bloß sein, ha? Ja, ich kann es doch nicht sagen, keine Sorge. Keine Sorge, das nehme ich euch doch noch nicht vorweg. Hey, Yusuke. What should I do? Put an end to all this and use your own artwork for once. Yusuke! Welche eigene Kunst? Welche eigene Kunst? No, wait, please! Yusuke! Yusuke! Wobei doch, das eine Bild hier hat er ja gemalt. Mit dem kleinen Smiley drauf. Das war auch ganz süß eigentlich. Ja, doch, kann man schon was mit anfangen, denke ich. Wenn du es als Madarame verkaufst, dann wirst du bestimmt noch irgendjemand haben wollen. Einfach nur, weil Madarame draufsteht. I guess. It would be bad if people started getting suspicious of us. We should leave at once. Yusuke, come on!
Right. Goodbye, Sensei. Wo auch immer wir jetzt plötzlich das echte Bild herhaben, ich hinterfrage es jetzt nicht. Das heißt, meine Mission war ein Success. So passiert das halt. Is to see if he had a change of heart or not. Ah, so bitter. Why'd you get it black? The Sayuri. You're not gonna get all teary-eyed and say stuff like mom, are you? To think that this painting was the source of Madarame's distorted desires. The only saving grace is that my mother won't know of what transpired. The genuine painting at his atelier has been altered after all. Ironic as it may be, this one here is her true self-portrait now. Wow, wow. It's a wonderful painting, and although it took some time, it's in your hands now, Yusuke. Ja, das werden wir wohl nicht so einfach verkaufen, um eine Party feiern zu können, ne? Vielleicht lieber nicht. However, it's impossible for this painting to be acknowledged by society anymore. Das ist... Ja, weiß nicht. Wie ist deine Mutter Sayuri? Wahrscheinlich nicht, ja? No. I doubt it's the name of any woman in particular. Hätte mich auch gewundert, hättest du es nämlich, glaube ich, früher bemerken müssen, was es mit diesem Bild so auf sich hat. I bet it was to make it more mysterious. Just a part of Madarame's foolish staging. Well, it would have been obvious that he plagiarized it if he had used the real name. So, this is my mother. There's no way that I would remember her face clearly, but I was right about the rush of emotion I felt when I... Ryuji, wow, komm schon! Du so Rüpel, du. Ryuji. Du bist so vulgär, Ryuji, genau. So, what are you gonna do now? Oder warte mal, was war er nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ordinär, ordinär war er. Holy shit, du bist so ordinär, Ryuji. Unfassbar. Why do you do such things? It's to get back at scumbags and like society in general. We also want to give courage to the people that are suffering because of selfish adults. Courage, huh? What good does that do? You mean the courage to stand up for themselves, correct? Will acquiring that make them happy? Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht, weiß nicht, aber bestimmt. Yeah, there's no knowing whether it'll turn out good for everyone or not. Still, we won't know unless we give it a try. In other words, it all depends on the person, And the same can be said about myself right now. I also suffered because of an adult's selfish act. Moreover, if we investigate these palaces, it may expand my artistic repertoire. You really only think about art, huh? You're impressive. Well, I won't take part in any inelegant plans, all right? No worries. I've got us covered. Plus, we have a rule that says we always have to decide on a target unanimously. How about it, Joker? We can give our calling cards a lot more oomph if we have Yusuke on our team. Das ist der einzige Grund, wofür wir ihn brauchen. Also, gut. Wir sind zu viele Typen. Das ist das Lustige. Das wird sich ändern. Ab jetzt... Ja. Kommen, glaube ich, gar keine Typen mehr dazu. Also, okay, einer kommt noch irgendwie dazu. I guess. Aber sonst sich kommen ab jetzt nur noch Frauen dazu. Und bis jetzt sind es eigentlich nur Typen und Ahnen. Ich weiß nicht, warum das so aufgeteilt wurde. Ob man sich gedacht hat, okay, wir machen erstmal die... Wir werden erstmal die ganzen langweiligen Männer los und dann kommen die ganzen Waifus dazu, nach und nach, damit sich die Spieler daran erfreuen können. Das muss erstmal so eine Belohnung sein, was dann später kommt, aber ich habe keine Ahnung. Then would you prefer I dress as a woman? Ja, bitte, Yusuke, bitte. Please don't. Oh, warum nicht? At any rate, I'm curious. Another intruder besides us, huh? Ich wäre auch wirklich neugierig, wie Yusuke in Frauenkleidung aussehen würde, aber gut, das kommt aber nicht heraus. Schade. So that doesn't necessarily mean it's just one person, right? But there's no way to check anymore. The palace is gone. I'll try probing Madarame. I may be able to learn something from him. Are you sure? I mean, I'll contact you all if anything turns up. We should probably exchange our contact info with you then. Machen wir das mal. Kann auch direkt in die Gruppe kommen. An artist and a phantom thief. It seems I'll be engaging in two trades from here on. Very well. You only live once after all. Still, the incident about this other intruder does concern me a little. Ja,
Ja, das ist wirklich, wirklich mysteriös, hä? Mal sehen, ob wir darüber mehr erfahren. Not only have we dealt with our second big target, we even have a new addition to the team. Goodness, things are going so well. Ja, irgendwie schon. Aber bloß nicht überheblich werden, du. That's true. Still, let's honestly be happy about it right now. But I have to say, you sure are something special. Vielen Dank, ich weiß. Persona user. It'll help broaden our battle strategies as well. Besides, having an eye for beauty is a must for Phantom Thieves. We're lucky to have Yusuke. An artist is a talent you rarely come across. I mean, he is a bit strange, but still. Das ist er. Aber ich finde das ganz unterhaltsam. Dass wir noch an einigen Stellen unterhaltsam eigentlich. What kind of person do you think I was? There's no way I'd turn out to be some bad guy in the end, right? Das wäre lustig, das wäre wirklich, wirklich lustig. With the embodiment of human desires. And that's not all. When it comes to the metaverse, I'm the only one who can transform into a car. I'm special, but it's still odd. Who could I actually be? Ein Auto. Oh, ich kann gar nicht ein Auto wählen. Eine Katze. You give it a rest. That's definitely not the case. Warum denn nicht? What a half-assed answer. Well, there's no way a dashing, honorable rogue like me could be evil. A man who saves those in trouble in the West. Ein Schurke wie du könnte jemals böse sein? Ich weiß ja nicht, aber Schurke ist, glaube ich, der Definition nach irgendwie böse, oder? A man who chastises people that smoke inside in the South, while saving bullied cats in the North. Oh nein, wenn sie drinnen rauchen, wie kann er nur? A man who has a sturdy body. And vows to always do one good deed a day, be it rain or shine. Okay, beruhig dich doch, Morgana, bitte. I'm that kind of ideal person. Or so I hope. So if I turn back to being human, surely she'll take notice of me, won't she? Bestimmt. Bestimmt. Magst du jemanden? Ja, wen denn, ne? Me? Don't be ridiculous. People chase after me when it comes to love. Ja, weil du niedlich bist, eine Katze bist du doch normal. I wonder where she'd like to go. An amusement park, a movie theater, a fancy cafe, shopping. What do you think? Ich weiß gar nicht, um wen es geht. Was willst du eigentlich von mir, Katze, ha? Folgeangriff. Chance auf einen Folgeangriff, wenn Joker den Gegner nicht niedersteht. Okay, vielen Dank. Das kann ich jetzt mit Morgana machen. Gut, gut. Ergibt Sinn. Schaut mal, glaube ich, bei jedem einfach frei. Auf Level 3 wahrscheinlich. Machen wir Nachrichten. Ist Yusuke jetzt dabei? Ja, Yusuke ist dabei. Yo, gut gemacht, Leute. Wir haben mal unser Bestes gegeben. Danke nochmal. Dank euch konnte ich das Gemälde zurückholen, das die Liebe meiner Mutter in sich trägt. Dich das sagen zu hören, Yusuke, das macht die ganze Mühe wert. Ernsthaft. Ich war mir nicht sicher, ob du bei Madarame wirklich einen Sinneswandel herbeiführen willst. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Ich bereue nichts. Und der Sinneswandel findet diesmal wirklich statt, oder? Ja, klar, das wird gut. Warum soll das nicht? Ja, wir haben es genau wie bei Kamoshida gemacht. Übrigens, mich würde interessieren, was das sollte, was er am Ende gesagt hat. Du meinst es mit dem anderen Einring? Ja, das Thema hatten wir gerade schon mal. Hast du mit einer schwarzen Maske, hä? Vielleicht war das nur gelogen. Madarame immerhin schon ziemlich durchgedreht. Ja, vielleicht war es so. Warten wir erst einmal seinen Sinneswandel ab. Okay. Ja, wir müssen nicht alles dreimal ansprechen, Leute, ne? Ich habe auch kein so schlechtes Gedächtnis. Mein Gedächtnis ist nicht super, wirklich nicht. Ich vergesse viele Sachen. Des Öfteren. Aber, kommt schon, wirklich jetzt. Nun gut, das war's mit dem Palast und mit dem Boss. War alles sehr schön, wie gesagt, die Änderungen haben mir gut gefallen, vor allem jetzt beim Bosskampf, falls es Änderungen waren, aber ich glaube schon. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch halbwegs gefallen, auch dir das Video und so weiter und so fort. Lasst immer gerne einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.